Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Glossybox Adventskalender Freeze the Moment. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender wurde mir von Glossybox zur Verfügung gestellt, um ihn hier vorzustellen. Und vielen, vielen Dank an das wundervolle Glossybox-Team, was ich mittlerweile auch persönlich kennenlernen durfte. Deswegen mache ich auch in diesem Video wieder eine Verlosung. Dieses Mal gibt es einen selbst zusammengestellten Adventskalender von mir. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht natürlich unter diesem Video in der Infobox. Du solltest natürlich Abonnent von meinem Kanal sein. Das bist du entweder schon oder du wirst es noch. Kannst du gerne nachholen. Und alles Weitere, was du machen musst, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr daran teilnehmen würdet. Genau, so, dieser Adventskalender ist einfach beautiful. Als ich den in der Sneak Peek schon gesehen habe, habe ich mir gedacht, der Wahnsinn in Tüten. Für Abonnenten kostet der, ich glaube, 85 oder 80 Euro und für Nicht-Abonnenten 99 Euro. Ich weiß nicht, ob der Code, den ich bekommen habe, noch gilt. Dann blende ich euch den einfach mal mit ein. Ansonsten, ja, 99 Euro für Nicht-Abonnenten und 85 bzw. 80 Euro für Abonnenten. 640 Euro Warenwert stecken hier drin. Das ist einfach krass, ne? Und ich mache ihn einfach mal auf. Also, dieses Design, wunderschön. Es ist einfach wundervoll wiederverwendbar, oder? Ich stehe einfach tierisch drauf, was Glossybox sich da jedes Jahr einfallen lässt. Und dieses Jahr haben wir 25 Schublädchen. Das ist nicht geil. Also ich schiebe den mal ein bisschen zurück, damit ich ihn auch etwas öffnen kann. Dann habe ich hier irgendwie so eine Schattenkante, aber das kriegen wir, glaube ich, voneinander, ne? Genau. And celebrate the joy of beauty. Also du sollst den Moment einfrieren und die Freude der Schönheit feiern. Und das machen wir mit diesem Beauty-Adventskalender. In der Nummer 1 befindet sich ein Produkt von einer Marke, die ich auch auf dem Glossybox-Event kennenlernen durfte. Und zwar von I Want You Naked haben wir ein Golden Glow Body Oil mit Coconut and Shimmering Gold. Deeply Hydrating. Wir haben eine Full Size hier drin. Das ist Glas, Leute. Richtig, richtig cool. Wie viel sind hier drin? 50 Milliliter? Ja, 50 Milliliter. Und sowas verwende ich eigentlich ganz gerne so auf mein Bein. Ist auf jeden Fall eine tolle Nummer 1. Und ein schöner Start in den Adventskalender, weil dieses golden schimmernde passt natürlich zur Weihnachtszeit. In der Nummer 2 geht es weiter mit einem Produkt von Kriolan. Das ist eine Marke, die wir so aus dem Theaterschminkebereich kennen. Das heißt, eigentlich ist es eine super haltbare Geschichte, die aber recht schnell anbringbar ist. Und hier haben wir einen Lidschattenprimer, Eyeshadow Primer, Professional Make-up, 15 Milliliter. Leute, damit kommt man ewig und 3 Tage mit aus. Und dekorative Kosmetik feiere ich grundsätzlich hart in Adventskalendern. Und sowas kann man wirklich gut gebrauchen. Finde ich echt schön, muss jetzt nur funktionieren, das wäre ein Träumchen. Selbstverständlich ist auch die Nummer 3 im Adventskalender mit dabei. Also zählen kann ich am Ende der ganzen Adventskalendersaison safe. 50 Milliliter von einem Stronghold Hairspray von Professional Sebastian Reshaper. Und das ist, ja, ein Haarspray. Auch sowas kann man gut gebrauchen. Ich bin kein Frisurenmensch. Ja, wer mich vielleicht schon etwas länger verfolgt, weiß, dass, ich sag mal, so ein Bommel hier oben mit einem Scrunchie drumherum so das höchste aller Gefühle ist, was Frisuren bei mir angeht. Hier haben wir die Nummer 4. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh, von Avon. Okay, a new Radiance Maximizing Gold Mask Peel Off. Da muss ich gucken, 75 Milliliter hat das Produkt. Peel Off Masken sind bei mir halt immer ein bisschen schwierig, weil ich wirklich eine sehr sensible Haut habe. Da muss ich einfach mal gucken, ob das bei mir funktioniert. Vielleicht kennt ihr diese Maske, die Maske schon und könnt mir sagen, ob das eine böse Peel Off Maske ist oder ob das eine angenehme Peel Off Maske ist. Sprich, ob ich die mit meiner sensiblen Haut vertrage oder ob ich schreiend davon laufe, wenn ich versuche, mir die abzumachen. Gold ist übrigens auch wieder schön, weil auch Gold passt natürlich zur Weihnachtszeit, ne? Da dieser Adventskalender tatsächlich auch von Boxenpackern in Deutschland gepackt worden ist, gehen die auch nach der deutschen Tradition. Sprich, die Nummer 5 ist hier jetzt nicht irgendwie Sinterklaas kommt vorbei, sondern das ist dann die Nummer 6. In der Nummer 5 haben wir von The Ritual of Namaste Natural Skincare Purify and Skin Brightening Face Exfoliator mit Moringa und Bambus. 30 Milliliter sind hier drin. Also es ist ein Gesichtspeeling, was halt sehr leichte, mechanische Peeling-Wirkung hat. Ja.
Ich persönlich verwende nicht so ganz so gerne mechanische Peelings in meinem Gesicht, eben wegen meiner sehr sensiblen Haut. Aber Rituals, muss man wirklich sagen, ist ein No-Brainer. Also das im Adventskalender ist immer eine schöne Geschichte, ne? Oh, guck mal, da steht sogar was bei der Nummer 6 hinten drin. Do what makes your soul shine. Wie schön. Nikolaus haben wir von Dr. Barbour die Power Serum Ampullen mit Retinol. Ich liebe Retinol. 7 Milliliter, 2 Milliliter, auch Barbour. 7 Ampullen, 2 Milliliter, ne? Auch Barbour ist so eine Marke, die wir immer wieder gerne in der Glossybox finden. Weil allein dieses Produkt hat doch, glaube ich, einen Wert von 40 Euro oder so, ne? Ich finde das immer total geil und freue mir einen Keks. Jetzt gerade kann ich leider kein Retinol verwenden, weil schwanger und auch in der Stillzeit sollte ich kein Retinol verwenden. Aber so nächstes Jahr im Sommer, da freue ich mich schon richtig wieder drauf. Weil Retinol ist halt der Anti-Aging-Wirkstoff überhaupt. Und ich liebe Retinol in meinem Gesicht. Mein Gesicht liebt es, Retinol zu bekommen. Wenn man mit Retinol beginnt, immer vorsichtig damit starten. Aber immer an den Lichtschutzfaktor am nächsten Morgen denken, das ist super wichtig. Und Retinol am besten abends verwenden. Am 7. Dezember erwartet uns eine Marke im Adventskalender. Die ist vorher noch gar nicht bei Glossy gab, und zwar ist es L'Occitane. Das ist die Handcreme für trockene Haut mit 20% Shea-Butter. 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten und ich finde die L'Occitane-Handcremes richtig gut. Ich habe aktuell auch eine bei mir am Bett stehen. Die ist sehr angenehm und sehr reichhaltig, aber nicht so, dass ich die dann nachher überall verschmiere, ne? Also es ist schon eine gut einziehende Geschichte und ich finde es sehr gut. Und eine Handcreme in einem Adventskalender, finde ich, gehört auch irgendwie mit rein. Oh oh, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, aber meine Nummer 8 ist leider leer, Leute. Ich schreibe mal die Glossybox an und frage, was normalerweise drin gewesen wäre, dann kann ich euch das mal einblenden. Da dumm. In der Nummer 9 dürfen wir uns über einen Glow Mist von Pixi by Petra freuen. Mit Propolis und Arganöl. 30 Milliliter sind hier drin. Das kann man meistens verwenden, einfach um es so aufs Gesicht zu geben oder um es über dem Make-up zu verwenden, unter dem Make-up, über den Tag verteilt. Und Propolis ist ja so eine Essenz oder irgendwas, was halt quasi ja auch von den Bienen gewonnen wird. Ich glaube, zur Abdichtung der Waben. Und deswegen ist es so ein bisschen antiseptisch und deswegen ist es halt auch eine super, super, super gute Geschichte für die Haut. Ich habe damals von unserer Heilpraktikerin zum Beispiel für alles Mögliche Propolis verschrieben bekommen. Sowohl als Tropfen zum Einnehmen, als auch als Salbe. In der Nummer 10 darf es mit dekorativer Kosmetik weitergehen. Da habe ich die Lash Changer Volume Mascara von Catrice drin enthalten. Mich persönlich freut es sehr, dass wir hier die normale Variante drin haben und nicht die wasserfeste Variante. Denn ja, bei wasserfester Mascara ist es immer so eine Sache, hält natürlich länger, ne, smudgt weniger und so, aber problematisch ist dann halt immer wieder, dass ich sie schwieriger abbekomme und dann immer Angst um meine Wimpern bekomme. Aber sehr schön, dass wir hier eine Mascara drin haben, gehört auch in einen Adventskalender mit rein. Die 11, die erste Schnapszahl, enthält ein Produkt von Coris. Das finde ich auch schön. Ich glaube, Coris ist eine griechische Hautpflegemarke, die auch so Naturkosmetik unterwegs ist, ne? Oh, Wild Rose Night Brightening Sleeping Facial mit Vitamin Super C, Brighten and Plump. Okay, sehr interessant. 20 Milliliter haben wir hier drin. Vitamin C ist natürlich auch so eine schöne hautaufhellende Geschichte, ne? Da kannst du gegen Pickelmale, gegen Pigmentflecken, gegen Dinge, die du halt irgendwie dem gesamten Gesicht angleichen möchtest, ja, da kann man die gut einsetzen. Vitamin C, ich habe den Faden meines Satzes verloren. Wir kriegen das hin. Und ja, finde ich cool. Quasi Halbzeit, die Nummer 12, wobei die reale Halbzeit ist ja hier die Nummer 13. Ne? Hier habe ich ein Produkt von Nui Cosmetics, die kommen aus Berlin. Auch das ist eine Marke, die relativ neu jetzt in dem Adventskalender zu finden ist. Ein Setting Powder in Transparent, das finde ich auch cool. Aufschieben, bis es stoppt, aber bitte nicht rausziehen. Okay, da muss man dann drücken. Eine Pappverpackung, das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Vegan, tierversuchsfrei. Ach, guck mal, so schaut das aus. Ich habe das bei Nicole Chiquita's Place schon öfters gesehen, weil sie auch eine Kooperation mit der Firma hat. Und sie findet die Produkte von Nui ja sehr, 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 sehr gut. Jetzt kann ich die auch mal ausprobieren. Schön. Und auch so ein Setting Powder, ne? Das ist halt immer irgendwie universell einsetzbar. Das ist jetzt nicht irgendwie auf einen bestimmten Hauttypen konzentriert. Hier habe ich jetzt die Nummer 13, also die reale Hälfte des Adventskalenders. Von Nails Inc. ist es natürlich ein roter Nagellack in der Farbe St. James, glaube ich. Ich freue mich tatsächlich hier drüber, weil das ist auch ein schöner Rotton. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so einfängt, aber das ist, also ich mag den Rotton. Ja, ist schön.
In der Nummer 14 erwartet uns ein Haarpflegeprodukt von Vella Professional Fusion Mask, Intense Repair Mask. Kann man auch nichts Negatives zu sagen, oder? Also ich kann es auf jeden Fall gut gebrauchen. 30 Milliliter haben wir hier drin. Das gibst du dir in das Haar und das lässt du 5 Minuten drin und dann kannst du das ausspülen. Und das finde ich einfach gut. Ich finde das gut, dass wir halt auch nur 5 Minuten haben. In der Zeit kannst du dir die Beine rasieren oder so. Also ich finde es wirklich, ne? Ist eine coole Geschichte. Und ich mag den Duft von diesen Vella Professional Produkten. Da hatte ich nämlich auch schon mal so einen Haar-Adventskalender. Mehrere. Und das ist immer ein ganz toller Duft. Die Nummer 15 habe ich jetzt hier. Nip & Fab Illuminate Vitamin C Fix Tonic. A refreshing and skin awakening tonic infused with Vitamin C to reveal a glowing complexion. 100 Milliliter sind hier drin. Was? 300? Warum? Man weiß es nicht. Finde ich auf jeden Fall auch eine gute Geschichte. Vitamin C kann man gebrauchen. Ich würde das aber tatsächlich am Anfang nicht jeden Tag empfehlen zu verwenden, sondern sich da erstmal vorsichtig ranzutasten, weil nicht jede Haut verträgt das wirklich jeden Tag. Hier steht es auch tatsächlich hinten drauf, genau. Apply a Specialist Treatment 2 bis 3 Mal pro Woche. Ja, genau so steht es hier nicht, aber ihr wisst Bescheid. Hier ist nämlich auch Milchsäure mit da drin und das hat auch eine leicht peelende Wirkung. Und Panthenol, also ich würde jetzt halt, also Panthenol ist halt zur Pflege. Ich würde das erstmal einmal in der Woche empfehlen und dann erstmal ganz vorsichtig rantasten. Oha, 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 auch meine Nummer 16 ist leer. Was ist denn hier los, Leute? Was ist denn hier los? Mensch. Eine Woche vor Weihnachten, also vor Heiligabend, erwartet uns in der Nummer 17 ein Produkt von Banana Beauty. Velvet Lip Mousse Holy Chick. Okay, das ist die Farbbezeichnung. Und man kann es entweder aufreißen und das Produkt rausnehmen oder man kann sich das halt so rausnehmen. Und Leute, das ist eine richtig schöne Mo-Farbe. Mag ich gerne leiden. Diese Lip Mousses von Banana Beauty sind Geschmackssache. Ich mag sie manchmal. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. In dem 18. Kläppchen, in der 18. Schublade befindet sich ein Produkt von Kiehl's. Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. 40 Milliliter. Das finde ich auch interessant. Da müssen wir mal schauen, was es ist. Wir haben hier eine wunderschön blaue Verpackung. Und hier oben kannst du es einfach aufmachen. Das ist super flüssig. Ne? Cleansing Oil würde ich mir jetzt so vorstellen, dass man damit quasi sich abschminken kann. Oha, in der Nummer 19 habe ich ein Produkt drin von X-Lash Pro Eyelash Serum. Sowas mag ich ja gerne. Ich liebe Wimpernseren. Ihr wisst das, ne? Meine Passion für Wimpernseren und lange Wimpern, Wawawum-Wimpern, das kennt man einfach mittlerweile, ne? Ja. Finde ich interessant. Werde ich mir die Inhaltsstoffe mal so ein bisschen angucken. 6 Milliliter sind hier drin, das ist ganz schön viel. Und ja, dann gucken wir mal, was das Produkt so drauf hat, ne? Aktuell habe ich in Anwendung das Lash Lem von Özlem. In der Nummer 20 habe ich ein Produkt von Hello Body hier drin, aus einer Reihe, die ich mag. Aloe Light Hydrating Daily Face Moisturizer. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Aloe Vera ist ein sehr pflegender, feuchtigkeitsspendender und beruhigender Wirkstoff. Also dementsprechend können das auch super viele Hauttypen verwenden. Und wir hatten ja schon Nachtpflege hier mit dabei. Da macht es Sinn, dass wir auch Tagespflege hier mit drin enthalten haben. Das Einzige, was mir hier halt fehlen würde, wäre der Lichtschutzfaktor. Ne? Gerade wenn wir ja auch die Produkte mit Vitamin C auch vorher vielleicht verwendet haben oder mit Retinol, dann macht es definitiv Sinn, da dann morgens sich einen schönen Lichtschutzfaktor nochmal über dieses Produkt drüber zu geben. Und gerade weil wir hier halt auch eine Light Cream haben, ist es dann wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher und ein bisschen mehr möglich, darüber dann nochmal den Lichtschutzfaktor zu geben. Wisst ihr, was ich meine? Ohne, dass man so eine Würstchenparty auf dem Gesicht bekommt. In der Nummer 21 haben wir ein Klopperprodukt drin. Das ist halt auch mal wieder eine Full Size von Bilou. Apricot Shake from Bilou, made with love, ein Shampoo. 250 Milliliter sind hier drin enthalten. Ich habe aktuell davon die Spülung in Anwendung. Ich weiß nicht, ob ich den Duft mag. Also ich habe die wirklich schon seit Wochen in Anwendung und ich weiß immer noch nicht, ob ich den Duft mag. Das ist echt verrückt. Ja, okay. In der Nummer 22 haben wir ein Produkt von Avant drin enthalten. Ne? Ist ein krasses Zeug, sage ich euch. Avant Hyaluronic, Cocoa, Shea, Butter, Tocopherol, Argan, Age Restore, Hyalu Replenish Lip Balm, 10 Milliliter. Wer würde sich dieses Produkt zum Originalpreis kaufen?
Das macht man jetzt nicht mal eben so. Deswegen sind viele immer sehr, sehr glücklich, dass diese Produkte dann halt eben in Glossyboxen oder eben in Adventskalendern drin enthalten sind, damit wir uns halt einfach, ne, dieses Produkt für das, was wir für den Adventskalender an und für sich insgesamt ausgegeben haben, schön günstig schießen kann. Also ich finde das ziemlich cool. Eine Lippenpflege von Avant habe ich noch nicht ausprobiert. Das müsste ich tatsächlich noch machen. Ich habe von den Masken ausprobiert, ich habe von den Seren und Cremes ausprobiert, wo ich halt immer gesagt habe, ja, es ist schon eine schöne Wirkung, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir für 100 Euro das jeweilige Produkt kaufen würde. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, aber es ist ein teures Produkt und es ist edel, edel sprach der Wedel, das sage ich euch. Am Tag vor Heiligabend erwartet uns ein Produkt von einer High-End-Beauty-Marke, und zwar Benefit. Das hier ist der Professional Light Primer, 7,5 Milliliter. Das ist nicht günstig, das wissen wir alle, glaube ich, ne? Und ja, dann gönnen wir uns ein bisschen Luxus-Make-up. Ist auf jeden Fall der Primer von Benefit, den ich am ehesten verwenden kann mit meiner trockenen Haut. Trommelwirbel, Leute, die Nummer 24, Heiligabend. Das ist krass. Denn hier haben wir, das finde ich wirklich krass, wir haben ein Pinselset von Lovia hier mit drin. Ich glaube, das gab es noch nicht, ne? Also, dass wir mal so einen Pinsel drin enthalten hatten, von Lovia zum Beispiel oder von Luxi oder so. Ja, aber dass wir hier ein komplettes Pinselset drin haben, das sind Augenpinsel und du hast auch einen, Base-Pinsel, ne? Also quasi für die, wie nennt sich das, Complexion, für Full-Face-Brush, ein Full-Face-Brush, genau, für dein komplettes Gesicht. Ist auch noch ein Pinsel mit am Start. Als weiteres Produkt haben wir hier in diesem Kläppchen eine kleine, aber sehr feine Lidschattenpalette drin enthalten. Und zwar ist das die Eyeshadow-Palette. Hat die überhaupt einen Namen? Weiß ich nicht. High Performance Pigmentierung. Also das ist ein Trio, ne? Also so schaut sie aus. Finde ich ganz hübsch soweit. Und dann macht man sie auf und hat diese drei Töne hier drin. Da kannst du theoretisch diesen Ton hier sogar als Highlighter verwenden. Für mich persönlich, weil ich bin und gerne ein Paradiesvogel bin, ist das halt einfach zu unbunt. Aber du kannst nicht immer jeden glücklich machen, das ist mir bewusst. Ich weiß, dass viele das cool finden werden. Ich feiere dann eher das Pinselset, was hier drin enthalten ist. Die Frage aller Fragen ist natürlich, was befindet sich jetzt in der Nummer 25? Und das ist nicht wie ich tatsächlich selber erstmal angenommen habe, eine Lidschattenpalette oder eine Facepalette, sondern wir haben hier von Invisibobble Hair Halo einen verstellbaren Haarreifen. Und der ist in Gold. Das ist auf jeden Fall passend zum Weihnachtslook. Wieder dieses goldene Design. Bei blonden Haaren ist es, glaube ich, nicht ganz so cool, aber wenn man brünett ist, ich glaube, das sieht richtig, richtig gut aus. Ich persönlich hätte mich natürlich etwas mehr über eine Face-Palette gefreut oder über eine große Lidschattenpalette. So, ich schaue mich jetzt hier mal auf meinen Tisch um. Ich muss sagen, wir haben hier in diesem Adventskalender dieses Jahr eine schöne Auswahl an Produkten drin enthalten. Wir haben im Prinzip die Kategorien auch nicht irgendwie doppelt und dreifach belegt. Also da wurde sich Gedanken gemacht über den Adventskalender. Ich finde, er ist schön befüllt. Wir haben hier eine gute Abwechslung. Und wenn man den über die Weihnachtszeit öffnen würde, da hat man auf jeden Fall seine Freude dran. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Glossybox Adventskalender aus dem Jahre 2022. Ich hoffe, dir hat es hier gefallen. Wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!